Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind ja immer noch hier im Maelstrom Hauptquartier. Versteck. Bunker. I don't know. Roach Race. Auf jeden Fall habe ich ja ziemlich verkackt in der letzten Folge. Ich habe die Mission völlig falsch angegangen. Boah. Das Teil. Ist er tot? Er ist tot. Hier los? Achso. Ablenkungsmanöver. Gibt es noch mehr Sachen? Lokales Netzwerk, Überwachungssystem ausschalten. Bezahlen oder dein Kopf explodiert. Porno-Bidi kennen wir beides schon. Bloß unnötige Mails. You call me. What do you want to do? Der Zünder. Schau ich mir gleich an. Kann ich da bitte durch? Danke. Alter, den hat's zerfetzt. Standort wird zurückverfolgt. Kommen noch mehr Leute. Ja, mach du das mal, Jackie. Chingada madre! Hell yeah! Müssen die jetzt hier mitten reinfunken? Ich bin eigentlich noch nicht ganz fertig hier drüben. Ah, shit! Ah, fuck! Okay, wir müssen da kurz öffnen. Okay, ich muss die Leute da ausschalten. Oder doch nicht? Doch nicht. Or Chiatic Notiz zum Produktionsmeeting. Auf Or Chiatic als Namen geeinigt. Der ist gut gekommen. Marketing und PR auch Pro. Produktlinie muss bis Ende des Jahres ausgebreitet sein. Guter Geschmack durch Verstärken nicht genug. Marketing will Inhaltsstoff der Vermarktung als gesund ermöglicht. Fokus liegt auf mehr Vermarktung als qualitativ hochwertigem Snack mit Bewegung, Energie, Modernität assoziieren. Künstliche Nahrungsergänzung, Mehlwurm,
Larvenbasis mit Geschmackszusätzen, Kapital ist vorhanden und niedrige Kosten. Mit Rechtsabteilung klären, ob wir statt Mehlwurm nur Protein als Inhaltsstoff aufführen können. Orgetic, der gesunde Vitaminbooster mit beschleunigter Absorption soll weiterhin All Foods ausgehändigt Aushängeschild werden. Leider mussten wir von einer Paste auf Mehlwurmbasis absehen, da die Nachfrage laut Marketingprognosen die Herstellungskapazitäten überstiegen hätte. Darüber hinaus würden wir ein gegenseitiges Zerfleischen sowohl in Hinsicht auf die Umsätze als auch auf das öffentliche Image zwischen Orgetic und anderen All Foods Marken, die bereits Mehlwurmlarven als Grundstoff verwenden, lieber vermeiden. Trotz der unerwarteten Hürden halten wir an unserem Ziel fest, ein Produkt zu entwickeln, das mindestens 300% des täglichen Vitaminbedarfs deckt. Selbstverständlich wäre ein Übersteigen dieser Marke für eine erfolgreiche Vermarktung und Steigerung von All Foods Marktanteil an Vitaminprodukten mehr als begrüßenswert. Orgetic von All Foods ist dein Tor in ein besseres Leben. Probiere jetzt unsere herzhaften Nahrungspassen und Vitaminbooster aus der Orgetic-Serie und decke 330% deines täglichen Vitaminbedarfs mit nur einer Tube. Schick deine Zunge auf Erlebnisreise durch beliebte Geschmackskombinationen aus aller Welt und gönn ihr den absoluten Höhepunkt mit unserem Spezialmix Omniflave. Mit mehr Geschmacksrichtung in einem Produkt als je zuvor. Du musst eigentlich alles durcheinander sprechen hier. Marketingproblem. Brick hat jetzt Hausarrest. Der Code ist 9691. Das wisst nur ihr Wichser, klar. 9691. 9691. Careful! I'm moving an inch away from this laser. I'm ground beef. It's linked to a mine. Okay. So you. God, felt like a fucking eternity that. Wer bist du? Been in here a while? Few days. Kinda lost count. Some guy's loyal enough to care, slipped his stuff, tried to help out. Royce threw him in the microwave dryer. Made me watch. Was für ein Dreckskerl. This is kind of your fault we're here. Came for some tech decks, bot. He tell you to free me? No, just to pick up the bot. Classic fucking decks. Looking a little like we might have saved your skin. Think we're due a favor, hombre. Jesus, slow down, maybe. I'll get you, but kinda caught me at a bad time. We ever meet again, I'll have you covered. Okay, vielen Dank. Ich hoffe, du hältst dein Versprechen. Ich würde da nicht sitzen bleiben. Sure, you'll manage all right. This is my home. Quit fucking sweating it. Okay, wenn du meinst. Dann wünsche ich dir mal viel Spaß, ne? Und bis ein anderes Mal vielleicht. Falls wir uns irgendwann mal sehen sollten, hoffe ich, dass du dich daran erinnerst. Over here!
soll eigentlich dieses... You know who you're messing with. Dieses Zeichen hier ist ein Waffenglitch, was? Okay, das ist mies, dass sie neue Sachen machen können. Kurzschluss. Tube's here. Was hast du gerade gemacht? Jackie? Was war denn das mit das und Depp gemacht? Habe ich das richtig gesehen? Habe ich das richtig gesehen? What the fuck? Das sah ziemlich aus wie ein Depp. Brauche eine andere Waffe, die hat keine Munition mehr. Alter, habe ich viel aufgesammelt. Süß. Wusste ich's doch. Schön Dinge versteckt, dass man sie ja nicht findet. Wir hätten hier, glaube ich, sehr viel in die Luft jagen können. Und vielleicht auch durchschleichen können, aber das ist nicht meine Art. Zumindest jetzt noch nicht. Waren wir hier schon mal? Ich glaube schon, ne? Ja, das ist der gleiche Weg. Irgendwas zu sagen, Jackie? Nicht? Fleischsack. Naja. Sehr leckere Sachen hier. Dann würde ich sagen, gehen wir hier raus. Ist hier hinten noch was? Wer hat das gesagt? Leise. I'm fucking in. Fuck. Die hat schon getroffen.
madre! Focus! Ach so, die Granaten haben ja jetzt ein fucking Cooldown. Oder ich habe einfach keine mehr. Die Waffe ist auch nice. Yes, ja. Playtime's over. War's das mit ihm? Ich glaube schon, ne? Okay, doch nicht. Komm, nimm mal eine Granate. Chingada madre! Warte mal kurz. Fertigkeiten? Was? Zwei verfügbare Attributspunkte. Höhere Wert verbessert werden können mit Schrotflinten. Beim Benutzen der Cyberwehr-Blutpumpe oder eines Gesundheitsitems 2 Sekunden lang 100% Chance auf Schadensminderung. Das hört sich noch gut an. Was? Plus... Okay, das ist weird. Tempo-Junkie, 60% Gesundheitsregeneration. Okay, das ist auch gut. 15% mehr, also schnellere Aufladegeschwindigkeit für ein Gesundheits-Item. Transfusion eigentlich auch gut. Okay, lass ihn mal. Nachrichten. I can smell your fear. Okay, auch wieder bloß Spam-Mails. ¿Qué chingados estás esperando? How? Say your fucking goodbyes! Okay, ich muss unbedingt was gegen diese Waffenglitches, gegen diese Dinge tun. Gibt's da irgendwie ein Attribut oder irgendwie sowas? Wenn, dann wäre es wahrscheinlich bei Intelligenz. Bestimmt eine Netrunner-Fähigkeiten. Rückverfolgbarkeit aller Quick Hacks, das ist schon mal gut, minus 30%.
Aber wieso geht das nicht? Achso, man braucht Vorteilspunkte. Aber für was sind denn Attributspunkte? Wait. Sorry nochmal. Kurz. Aha. So. Fuck! Fuck 'em up! Let's do this! Come on! Wenn die halt Waffenglitches und so machen. Playtime's over! End of the line for you! Muss ich halt irgendwie anders die Gegner eliminieren. Chingada madre! Da fuck, wieso hat die mich denn nicht gesehen? Jackie, was machst du? Wie die Road Trace? Not far now, Chica. Technische Fähigkeit, okay. Hab ich nicht, ne? Schade. Hätte ich halt was anderes machen müssen, ne? Vielleicht kann ich noch durch Hecken was machen. Ein bisschen Hacking, damit ich da irgendwie was bekomme. Hacken kann ich die Tür auch nicht, ne? Schade. Da wäre vielleicht was Spannendes drin gewesen. Aber ich habe diese Geste gefunden. Irgendwo öffnen kann ich die Tür wahrscheinlich auch nicht. Aber wo geht's denn hier lang? Okay, das wird dann wohl der Schleichweg gewesen. Thank you.
fuck ist das denn? Over here. Warte kurz. Okay, das ist ein Revolver. Sturmgewehr. Sturmgewehr. Schrotflinte. Sollten. Ach ne, die machen ja nichts mehr. Chemieresistenz. Kleider bringen ja keine Rüstung mehr. Von daher bringt das gar nichts. Ach du Scheiße! Was ist das für eine komische Waffe? Neutralisiere Royce und seine Crew. Das ist Royce. Wo zielt die Waffe denn hin? Ach du Scheiße! Try harder, bitch!
passiert mit dem Typen? Muss ich da irgendwie... What the hell? Start saving for a new head! Get the fuck off! Now I'm going to search! Now I'm going to search! Alter, wie krieg ich den tot? Habe ich irgendwie eine Special-Waffe aufgesammelt? Vielleicht das Maschinengewehr? Alter! Okay, das ist irgendwie ein geiler Kampf. No! Jackie! Help me! Start saving for a new head! Okay, keine Munition mehr. Der hält mega viel aus. Schaden 109. Das ist ein komisches Gewehr. Komischer. Boah, das hatte es in sich. Chaos. Upgraden von ikonischen Waffen. Du hast soeben eine ikonische Waffe erhalten. Ikonische Waffen haben haben einzigartige Fähigkeiten, können dafür aber nicht mit Waffenmods verbessert werden. Mit den erforderlichen Komponenten kannst du ikonische Waffen auf eine höhere Kategorie upgraden, was ihre Kampfkraft deutlich erhöht. Dies kannst du im Tab Upgrades im Menü Herstellung tun. Du kannst ikonische Waffen überall in Night City finden. Manchmal hältst du welche von einem Freund oder erbeutest sie von Gegnern, wie Royce hier. Gelegentlich findest du sie auch einfach auf dem Boden oder kannst sie bei Verkäufern kaufen. Manche kannst du auch selbst herstellen. Kurzärmelige Maelstrom-Nietenjacke und 1700 Euro Dollar. Kleines, mieses Arschloch. Simon Royce Randall. Maelstrom. Was für ein Monster das war. Ich... loot ihn noch kurz. Alles leer. So gut es geht. Heil mich mal kurz. Ich glaube, viel zu looten gibt es hier gar nicht. Groß. Der hat mega viel gefressen. Es war ein Monster. Kampfgadgets ausrüsten. Weiß eine Granate einem Kampfgadget-Quickslot in deinem Inventar zu, damit du sie während des Kampfes leicht einsetzen kannst. Ja, Granaten haben wir jetzt schon ein paar Mal benutzt. Daher weiß ich, wie das funktioniert. Aber danke dafür.
gibt's noch Munition. Aber sonst war's das, glaube ich. Könnte man da in die Tür? Mieses Versteck. Aber schön, dass ich es gefunden habe. Und ein Safe. Das bringt uns doch schon mal ein bisschen weiter. Okay, Royce ist also dann doch kein Problem mehr. Wenn, dann wahrscheinlich eher bloß die Militech-Tante. Ich würde sagen, mit diesem schönen Bild von Royce verabschiede ich mich für diese Folge von Cyberpunk 2077. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, das war ein mega krasser Kampf. So am Anfang gleich. Unglaublich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.